Elke und Dieter Lukaschek suchen eine neue Wohnung. Foto, Tim Volten, Dortmund. Beim 100. Knochenbruch hat Dieter Lukaschek, 74, aufgehört zu zählen. Er leidet an der Glasknochenkrankheit, Osteogenesis imperfecta, praktisch jeder Knochen in seinem Körper war schon einmal gebrochen. Laufen kann er nur noch mit Hilfe eines Rollators, er hat die Pflegestufe 2. Trotzdem will sein Herzlosvermieter ihn und seine Frau Elke, 70, aus der Wohnung schmeißen, denn das Zweiparteienhaus in Dortmund soll verkauft werden. In der Kündigung heißt es dreist, das Ehepaar würde den Eigentümer bei der angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks behindern. Die Kündigung im Wortlaut. Foto, Tim Volten. Bis August muss das Ehepaar aus diesem Haus ausziehen. Foto, Tim Volten. Wir waren wirklich sprachlos, sagt Dieter Lukaschek. Eigentlich hätten sie schon bis Ende April aus der Wohnung ausziehen müssen. Doch das Ehepaar wehrte sich zunächst gegen die Kündigung. Jetzt haben sie einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und müssen bis August raus. Dieter Lukaschek's Körper ist von Narben gezeichnet. Foto, Tim Volten. Wer mit einer Wohnung, barrierefrei, Erdgeschoss, 60 bis 70 Quadratmeter, Ortsteil Dortmund-Derne, helfen will, kann sich unter ruhrgebiet@bild.de melden. Mehr aktuelle News aus dem Ruhrgebiet und Umgebung lesen Sie hier auf ruhrgebiet.bild.de, Facebook und Twitter. Teilen, Twitter und teilen auf Google+, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.